Ein unachtsamer Moment und schon haben das Portemonnaie oder das Handy den Besitzer gewechselt. Laut Bundeskriminalamt kam es im vergangenen Jahr zu rund 168.000 Fällen von Taschendiebstahl deutschlandweit. Das sind 7% mehr als noch 2014. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Taschendiebstähle auch hier in Duisburg um 21% auf rund 1.600 Fälle. Doch verunsichert diese Entwicklung die Duisburgerinnen und Duisburger? Und wie gut wissen Sie über mögliche Schutzmaßnahmen Bescheid? Man versucht sich ja schon zu schützen und auch Maßnahmen zu treffen, die Tasche immer schön am Körper zu halten. Und ich habe da ein schönes Glöckchen hier sogar dran. Also ich bin da schon, wenn da einer dran geht, dann hoffe ich, dass ich das Bimmeln höre. Ja, da müsste mehr Vorbeugung betrieben werden. Also die Menschen müssten besser informiert sein, dass sie ihre Knete und die Wertsachen eng am Körper tragen und aufpassen. Ja, also ich versuche immer, dass ich meine Handtasche hier hinhalte, dass ich den Verschluss, dass ich hier alles sichere. Ja, und oft auch Wertsachen innerhalb des Mantels habe. Also keine Rucksäcke. Ich finde das schon schlimm, aber das ist ja jetzt schon so lange, dass man Bescheid weiß und sich dementsprechend richten kann, ne? Aber ist schon gefährlich, wenn ich sehe, wie die Leute mit ihren Rucksäcken rumlaufen, die halb offen stehen, dürfen sich nicht wundern, wenn da einer reingreift. Ne? Sorgen hat Kriminalhauptkommissar Axel Hilberts. Er ist zuständig für die Kriminalprävention bei der Polizei Duisburg und bemängelt das Verhalten vieler Bürger. Ja, wir haben hier zwar im letzten Jahr ansteigende Zahlen gehabt im Vergleich zum Vorjahr, aber letztendlich hat sich im Verhalten der Duisburger nicht unbedingt etwas geändert. Und da muss man natürlich ansetzen, dass man halt eben Taschendieben ganz einfach einen Riegel vorschiebt, indem man halt eben die Augen offen hält und die Tasche zu. Doch gerade bei größeren Menschenansammlungen und dichtem Gedränge wie aktuell auf dem Weihnachtsmarkt gelte der Leitspruch, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Die Täter schließen halt eben oftmals ihre Opfer ein. Das kann durch einen künstlich erzeugten Stau passieren, wo entweder hier im Gedränge plötzlich jemand stehen bleibt, der andere läuft auf. Es entsteht dadurch natürlicher Körperkontakt. Und man kann dann irgendwelche Gegenstände aus der Tasche ziehen oder auf der Rolltreppe. Das sind alles beliebte Punkte, auch beim Einsteigen im Bus und Bahn zum Beispiel, wo es zum Gedränge kommt. Da wird man oft dann Opfer eines Taschendiebstahls. Daher versucht die Polizei auch in diesem Jahr wieder, die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt mit der Aktion Riegel vor für das Thema zu sensibilisieren. Hierbei haben die Beamten ganz praktische Tipps, um sich vor einem Diebstahl zu schützen. Man sollte also auf jeden Fall nach Möglichkeit verschließbare Innentaschen nutzen und dementsprechend auch die Handtasche so tragen, dass nicht direkt jeder drankommt. Öffnungen nach innen, nach Möglichkeit auch keine Handtaschen mit Magnetclips nehmen, sondern welche, die mit Reißverschluss fest verschließbar sind. Und wenn überhaupt noch vorhanden, zusätzliche Innentaschen dort nutzen, damit das Portemonnaie nicht direkt oben aufliegt und sofort greifbar ist. Wer trotz der Tipps Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist, sollte sich direkt bei der Polizei melden und Anzeige erstatten. Nur auf diese Weise kann die Tat strafrechtlich verfolgt werden. Und auch beim leisesten Zweifel, wenn Portemonnaie oder Smartphone nicht mehr da sind, sollte man sich an die Polizei wenden. Denn oftmals denken Opfer, sie hätten ihre Wertsachen nur verloren. Wer sich also diesen Stress ersparen möchte, sollte die Tipps der Polizei beherzigen und auf seine Wertsachen achten. So lässt sich das Weihnachtsfest dann auch wieder entspannter genießen.